weiß nicht genau, ob wir jetzt geschlafen haben, denn sie liegt nun, erwacht nun liegend, wollte ich sagen, aber da wir nicht wissen, ob sie geschlafen hat, kann ich das natürlich nicht sagen. Auf jeden Fall in Sicherheit und der Hausmeister wird uns erstmal keine Probleme mehr machen. Und vielleicht können sich die Kinder ja jetzt von seinen Armen ernähren. Man kann die Kinder jetzt quasi unter den Armen verteilen. Das sieht nicht nach Kindern aus. Okay. Ob das eine gute Idee war? Naja, besser als rausspringen. Ach du Scheiße. Da oben. Tobi. Tobi. Braucht gerade eine. Alles klar. Jetzt kommen wir also in die Küche. Alter, wie viele Leute? Wo kommen die ganzen Menschen her? Oh nein, schon wieder Hunger. 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 Oh, das arme Ding. Ich will nur was zu essen. Eine Krume. Ich bin die kleine Jenny. Und ich hätte gerne eine Krume. Oh. Sie einen leckeren Käse. Oh. Käse? Oh. Ich würde auch lebendige Ratten fressen. Oh Gott, siehst du lecker aus. Ich habe das Gefühl, der Boden hier ist Lava. Ich darf da nicht drauf. Weil irgendwie ist hier alles so ausgelegt, als könnte ich hier Jump'n'Run-mäßig weiterkommen. Naja, der Boden war keine Lava, aber immer noch was trotzdem geschafft. Ich dachte gerade, da kommen Gase raus. Ah, wir werden sonst gar nicht... Was ist das denn hier? Oh! Wo kommen wir denn hier hin? Okay, das sieht sehr cool aus. Ist diese Frau die Mutter, die wir am Anfang gesehen haben? Ich glaube, ja. Guck mal da auf dem Bild. Die vom ganz ersten Intro. Ich glaube, das ist die Frau. So, entschuldige, ich muss deinen Schreimer entweihen. Dann können wir vielleicht auch den Brief lesen. Schade, es wäre so schön. Ich glaube auch nicht, dass sie die Mutter ist, die all diese Mädchen zeugt. Ich meine, sie ist auch lang und schlank und rank, weil, ich meine, guck mal die Beine hier. Die kommen nicht von ungefähr, die könnten von der Mutti stammen. Aber, sagen wir mal so, gebärfreudiges Becken sieht natürlich anders aus. Andererseits, die Mädels hier, die wiegen ja nichts, haben kein Gewicht auf den Knochen. Ich glaube, das geht schon. Die rutschen einfach so durch zwischen Mittag und Tee.
So, was genau passiert hier, wenn ich hier drauf bleibe? Nichts. Achso, er rollt nur ein bisschen rum. Alles klar. Ich höre bereits, wie jemand die Messer schleift. Wetzt, meine ich. Wetzt. Beides ist richtig. Oh ja. Oh ja. Gleich kommt unser besonderer Freund. Ist schon ein bisschen her. Ich weiß nicht mehr genau, wie es geht alles. Ich weiß nur, wir müssen vorsichtig sein. Und ein bisschen schleichen. Ja, ich erinnere mich. Ah, ich liebe es. Da ist er. Alla, Tobi, was los? Was? Hat er mich auf dem Channel neue Rezepte entdeckt? Köstlich. Einfach genießen. Ja. So, guck mal, da gibt es auch noch Lachs. Da ist alles dabei. Der Tobi ist ein Connoisseur der Küche. Ich muss mir kurz im Auge kratzen. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Diese Unnahre überall. So, jetzt einfach schnell rüber. Er geht doch jetzt bestimmt auch rüber. Nicht? Nein. Okay, dafür guckt er da. Ja, der hat schon nicht leicht. Knarz! Zum Glück knarzt es hier nicht. Okay, weiter. Ganz ruhig. Oh, das ist aber anders als in der Demo. Das hier ist aber anders als in der Demo. Jetzt geht's da oben rüber. Was macht der da? Ich habe keine Ahnung. Wir probieren mal unser Glück. Oh Gott, 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 oh Gott. Das ist furchtbar, das ist furchtbar. Warum muss ich das hier machen? Warum? Ich hasse sowas. Da geht's eh nicht weiter, wir müssen hier nach vorne. So sehe ich ein bisschen mehr. Ich will nicht auf dunklen Pfaden wandeln. Hingeworfen, der kann uns eigentlich nicht sehen. Jetzt auch einfach abstellen können. Das hier ist ganz anders als in der Demo, in der Preview, die wir gemacht haben. Ich dachte, jetzt komme ich hier ganz easy durch, weil ich ein Level schon kannte. Am Arsch, die haben ja nochmal alles umgestellt. Das ist so gemein. Okay. An diesen Fischköpfen da festhalten. Bäh. Oh Gott, da geht's noch weiter. Leckt mich am Arsch. Ah ne, da hinten geht's nicht mehr weiter. Es sieht nur so aus, als ob. Oh, Gott sei Dank. Da oben ist ein Kerzchen. Ich weiß nicht genau, wo wir da hinkommen. So, hier erstmal diese komischen, zugeschissenen Toiletten. Das Bild ist sehr schön. Ja, sehr gut.
So, kann ich hier auch mal fett? Kann ich nicht. Versuche ich Nebenspiel, ich weiß. So, bisschen Seife. Kann man ja ruhig mal aufheben. Hey, kleiner Mann. Wo ist der denn jetzt hin? Ich höre da schon wieder schweres Atmen. Wir haben aber mehrere Türen. Und Treppen haben wir auch. Aber ich glaube, da oben... Wenn ich da jetzt anlange, dann passiert doch bestimmt was, oder? Ich weiß nicht. Wenn man mir die Wahl lässt, bin ich verwirrt. Da komme ich nicht rein. Ich bräuchte was zum Schieben. Was zum Schieben habe ich nicht. Hier ist was zum Runterschmeißen. Okay, wir kommen nirgends rein. Ich muss den Fahrstuhl nehmen, weil wir kommen nicht an die Türklingen. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Was ist denn das da? Schade. Na gut. Cool gemacht, wo auch immer wir hier kommen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich hoffe, der Koch ist noch nicht da. Was? Ernsthaft? Ernsthaft, ich bin wieder hier? Ich wollte langsam eine Aufnahmepause machen. Jetzt bin ich wieder hier. Oh Gott, ich bin jetzt bewaffnet. Jetzt ist er natürlich wieder... Ist er nicht? Ich hätte gedacht, der ist jetzt wieder hier. Aber was soll ich denn jetzt hier? Der latscht da hinten rum. Ich nehme mal den Fahrstuhl. Ich glaube, ich muss doch oben bestimmt jetzt den Schlüssel holen, oder? Kann ich wieder nach oben fahren? Bitte sag ja! Ja, das geht. Gott sei Dank. Kann ich oben jetzt irgendwo den Schlüssel holen? Ich wollte eigentlich gerade... Ach, das ist ein Bild. Was ist das für ein... Ich würde das Bild gerne sehen. Das sieht ja lustig aus. Das sieht aus wie so ein Typ mit Regenkapuze. Also Regenmantel. Ah, und da oben, guck mal, da ist Chefkoch. Okay. Kann ich hier jetzt vielleicht irgendwas machen? Das kriege ich auch gar nicht mehr auf hier. Scheiße. Von einer Klinke an die andere springen wäre natürlich schön, aber das geht natürlich auch nicht. Was ist denn mit der Teekanne? An die komme ich nicht ran, scheiße. Ja, mit der kann ich bestimmt auch Sachen klettern. Shit. Und da drüben ist ein Schlafzimmer. Oder oh, da komme ich rein. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht alleine hier. Wer schläft denn da? Es gibt mehrere von diesen Köchen. Und da ist der Schlüssel. Ist das jetzt das Ding? Werden das unten jetzt zwei Köche sein, wo wir... nein, bitte nicht. Bitte sag, dass es unten nicht zwei Köche sind. Oder hat eine weitere Tür aufgemacht, das kann auch sein.
Ich habe aufs Scheißhaus gegangen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bringe jetzt den Schüssel, den Schüssel bringe ich erstmal in Sicherheit. Ich bringe ihn erstmal in Sicherheit. Ich hoffe, das geht. Ach du Scheiße. Ich hoffe, der findet den Schlüssel jetzt nicht hier. Nein, hier ist niemand. Alles klar, Tobi. Na, bis später. Mach's gut. Hau rein. Schöne Runde. Sein? Ja, hab dich so lieb. Wirbelsäule. Huch! Da die spawnen aber die ganzen Sachen. Okay, warte, er kommt bestimmt gleich wieder, oder? Macht er seine Runde oder? Ich bin mich nur ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht genau, ob der auf Geräusche reagiert oder immer rüberkommt. Hab ich doch gewusst. Der hat mich fast gesehen. Alter Finner. Das haben sie ein bisschen geändert jetzt alles. Das ist eine Wurst, Mann. Das kannst du essen. Hast du nicht mal so Hunger? Eine leckere Kinderwurst. Tobi, nicht so viel rauchen. Ja, du hast damit. Mach mal den fertig. Das Schwein hat mich wechseln. Nein, kann man nicht schieben. Kann man nur drauf. Ah, ist klar. Lecker Wurst. Na? Die Gesetze der Physik gelten hier nicht. Offenbar ist die Tür zu schwer. So. Ach du Scheiße. Ah, oh Gott, das mit den Würstchen. Ja, 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 ich erinnere mich. Aber wie war das nochmal? Und vor allen Dingen, ist das immer noch so, wie es immer war? Das kriegen wir ganz easy hin, aber wie kriegen wir die Würstchen da oben rein? Das ist die Frage. Also nicht die Würstchen, sondern wie kriegen wir das Fleisch da oben rein? So rum natürlich. Okay, da kam jetzt nur ein so ein Ding raus. Wir müssen also irgendwo hochklettern, vielleicht an dieser Würstchenkette. Aber jetzt hätte ich gerne eine. An dieser Würstchenkette. Hier ist... Da ist ein Haken. Warte mal, da ist so ein Ding. Kann ich da rein?
Hallo Internet. So. Okay, warte. Einmal rein. Und das geht automatisch. Okay, alles klar. Ich habe nämlich zuerst geguckt, wo ich das Ding bewegen kann.